Ehre, dass ihr heute da seid, Frauke und Tobi Teichen. Es ist so cool, dass wir über euer neues Buch sprechen können. Bam, keine Angst vor Konflikten. Es kommt im Sommer raus. Ich bin sehr gespannt, was da alles drin ist. Aber als erstes, Tobi, bevor wir richtig starten, sag mal 3 Punkte. Warum sollte ich dieses Buch Bam, keine Angst vor Konflikten lesen? Nur drei. Einfach mal 3. Jetzt halten wir uns von Anfang an. Ja, also der erste Punkt ist definitiv, ich glaube, dass wir alle in Beziehungen Herausforderungen haben. Beziehung ist übrigens in dem Buch nicht nur bezogen auf Ehe, Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, Familie, egal wo. Ich glaube, wir haben alle Herausforderungen im Bereich Konflikte und Beziehungen sozusagen. Das zweite ist, dass das göttliche Beziehungs-Know-how sehr erfrischend ist und gar nicht so auf der Hand liegt. Also selbst wenn ich gläubig bin oder nicht gläubig bin, das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, was für praktische Tipps Gott mir gibt für Beziehungen. Das dritte ist, es ist besonders, es ist praktisch, es ist lebensnah und es bringt das Ganze mit der Leichtigkeit Humor rüber. Und ich denke, das ist wichtig. Ja, ich würde vielleicht noch eine vierte Sache ergänzen, weil für mich ist sehr wichtig, dass das Buch nicht einfach nur heißt Bam und es knallt, sondern der Untertitel Keine Angst vor Konflikten. Auf mich wirkt das manchmal so, als ob Menschen leicht verunsichert sind, wenn sie sich streiten oder eine Beziehung besonders gut bewertet wird, wenn man sagt, du, ich habe jetzt einen Freund seit so und so lange, wir haben uns noch nie gestritten und es ist irgendwie das Tollste. Und eigentlich denke ich mir, das Nicht-Streiten ist gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, wie man mit Konflikten umgeht und wie man sich miteinander weiterentwickelt und an Konflikten lernt. Also ein guter Punkt, das stimmt auch in meinem Leben besonders. Also dieser Untertitel ist eigentlich meine Lebensstory, weil ich hatte große Angst vor Konflikten und ich war sogar konfliktunfähig, was man sich heute vielleicht nicht mehr so ganz vorstellen kann, wenn man mich heute kennenlernt. Aber ich durfte das erst lernen, keine Angst vor Konflikten zu haben. Ja. Guter Punkt. Ich merke schon, bei der ersten Frage habt ihr sofort beide Punkte zu sagen. Ich wollte eigentlich fragen, ob es anstrengend ist, mit seinem Partner ein Buch zu schreiben. Und meine Frage sollte sein, wie anstrengend ist es, mit seinem Partner ein Buch zu schreiben? Jeder hat zu jedem Punkt seine Lebensgeschichte, hat seine Erfahrungen. Wie habt ihr das gemacht? Hat jeder so seine Kapitelchen geschrieben? Und irgendwie hat man das dann zusammengebastelt? Oder wie war euer Austausch da? Ja, also das Interessante finde ich, dass man ja vorher denkt, oh ja, wir haben schon ziemlich viel gelernt. Wir haben uns mit 19 kennengelernt und mit 22 geheiratet. Wir haben wirklich schon lange jetzt an unserer Beziehung gearbeitet und wir können da auf ein gutes Repertoire zurückgreifen. Aber wenn man dann so ein gemeinsames Projekt hat, wieder mit verschiedenen Vorstellungen, mit verschiedenen Dingen, dann ist es schon oft so, dass es dann auch wieder geknallt hat und dass es eigentlich wie so eine Feuerprobe war, von den Dingen, die wir in dem Buch geschrieben haben, dass man sie wieder wirklich selber anwendet. Das ist ja ganz oft so, dass man Dinge eigentlich weiß und sie trotzdem aus welchen Gründen auch immer nicht anwendet. Und deswegen fand ich das zwischendurch schon recht herausfordernd und anstrengend. Aber in unterm Strich würde ich sagen, haben wir selber einfach wieder viel mehr gelernt. Ich muss dazu wissen, dass wir extrem unterschiedlich sind. Also ich würde sagen, bei jedem Persönlichkeitstest haben wir die Range komplett ausgenutzt, so Feuer und Wasser. Und das merkt man natürlich auch in unserer Zusammenarbeit. Das haben wir stark gelernt. Aber auch bei so einem Buch merkt man, meine Frau ist zum Beispiel sehr stark auf dem Punkt, was heißt das jetzt wirklich ganz praktisch werden. Sie sagt immer yes, but how? Also wie soll man es umsetzen? Sie sind Details Weltklasse. Und ich bin genau das Gegenteil, muss man eigentlich sagen. Und deswegen ist die Mischung... Ja, ohne dich würden wir uns in den Details verlieren. Dann wären wir Kapitel 1, wäre das komplette Buch geworden wahrscheinlich. Ja. Also, aber es ist trotzdem sehr gut. Und deswegen, die Mischung aus uns beiden hat das Buch erzeugt. Und deswegen sage ich, das beste Buch, das ich jemals geschrieben habe, weil meine Frau so intensiv dabei war. Aber der Prozess dorthin ist ein Geburtsprozess. Und der kann schon anstrengend sein. Sehr interessant. In eurem Buch schreibt ihr darüber, dass es verschiedene Konflikttypen gibt. Was würdest du sagen, Tobi, ist die Frauke für einen Konflikttyp? Also wir haben das mit Tierbildern genommen. Da gibt es den Gorilla, die Schlange, die Giraffe, die Schildkröte und so weiter. Und ich würde sagen, definitiv, als wir uns kennengelernt haben seit dieser Phase, und das ist immer noch in meiner Frau drin, ist es der Gorilla. Also der Gorilla ist kuschelig, er ist nett, aber er kann auch deutlich angreifen und dich tothauen, in dem Bild gesprochen. Und meine Frau ist ein starkes Dynamitbündelchen, was Emotionen angeht. Und die kann von ihrem Potenzial explodieren und kann auch dann angreifen und auch wie so ein Gorilla sein. Gott sei Dank entwickelt man sich ja weiter und meine Frau natürlich auch. Und deswegen hat sie diese Tendenz noch, sie kann es immer noch, aber hat sich auch viel verändert. Ich finde, es ist ja auch nicht schlecht, wenn man Dinge sagen kann. Ja, das ist auch gut. Und, solange dabei keiner stirbt, das ist auf jeden Fall gut. Ja. Auf den Tisch schauen wir es. Würdest du sagen, ist der Tobi für ein Tier? Ja, also ist. Ja, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu sagen, aber war auf jeden Fall. Am Anfang unserer Beziehung war er eher wie so eine Schildkröte, die sich so gefühlt so einen dicken Panzer hat und den kleinen Kopf rausstreckt und dann, wenn irgendwas ist, sich zurückzieht.
Man kam auch so von außen nicht so richtig ran. Also ich erinnere mich noch, dass es am Anfang für mich wirklich herausfordernd war, weil ich so viele Emotionen habe und die auch so benennen kann und spüre und auch schnell dann mal weine oder explodiere und der Tobi einfach nur so da saß und egal, was ich gesagt habe, nicht viele Emotionen gezeigt hat. Das hat mich manchmal richtig wahnsinnig gemacht. Er hat sich einfach zurückgezogen, hat sehr viel mit sich selber ausgemacht und ich habe immer wieder ihn irgendwie versucht, so zu provozieren, dass ich ihn mal spüre. Und mittlerweile hast du auch Gorilla-Anteile, würde ich sagen. Ja, ich spiele jetzt Gorilla mit Panzer sozusagen. Panzer. Das ist sehr, ja. Ein Ninja-Turtle. Aber ein kann man weicherer. Sagen. Man kann ein Ninja-Turtle sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, man entwickelt sich einander weiter. Und auch das merkt man daran, also die Frauke hat unterwegs gelernt, vielleicht auch von mir, ab und zu auch mal sie erst zurückzuziehen, was nicht nur schlecht ist. Ja, und ich habe gelernt, nach vorne zu gehen, auch Gorilla-Anteile zu haben. Deswegen sind wir jetzt beide Gorilla-Turtles, würde ich sagen. Super spannend, dass man sich da nice, in der Ehe weiterentwickelt. Und jede Stärke kann ja auch eine Schwäche sein. Und wenn man sich da gegenseitig ergänzt, merkt man, ihr seid auf jeden Fall ein starkes Team. Deswegen ist dieses Buch jetzt da und wir haben alle bald Freude dran. Das ist super.